Taritara, wir sind wieder da, ihr Nuggets. Wie man unschwer erkennen kann, spiele ich heute den PC Building Simulator. Algera! Und in diesem Spiel geht es darum, PCs zu bauen. Und das ist das, was ich heute machen werde. Ich werde PCs bauen, weil wie man unschwer erkennen kann, bin ich PC-Bauprofi, was man auch an diesen Beispielen hier sehen kann. Und dieses Spiel ist anscheinend recht interessant, weil hier gibt es auch Marken wie Corsair, NZXT, Gigabyte, Aorus, G-Skill, MSI, der Geier weiß was noch alles. Ja, und das werde ich heute mal ein bisschen testen und ich werde den Helm jetzt abnehmen müssen, weil ich habe das Headset hier und dann muss ich vorher irgendwo tun. Genau, und mit Facecam seht ihr auch gerade schon. Ich würde sagen, wir gehen erstmal richtig tief rein in die Olga-Film. Ab dafür! Willkommen beim PC Building Simulator. Setz dich zunächst an den PC direkt hinter der Tür und öffne die E-Mail-Anwendung auf dem Desktop. Du hast Post. Gut, dann machen wir das. Wir sind Level 1 und haben minus 15 Dollar. What the fuck? Warum ist da das Hintergrundbild von meinem Desktop, Alter? Wir haben E-Mails. Hallo, vielen Dank, dass du das PC-Geschäft für mich übernimmst. Gern geschehen. Entschuldige bitte, dass es nicht in dem besten Zustand ist. Ein paar Hinweise. Das Unternehmen läuft nicht allzu gut und es gibt kein Geld. Ja, das ist mir aufgefallen. Geil. Ja. Hallo, ich habe vorhin an einem PC geschraubt und vergessen, welches Netzteil für die Unterstützung des ja. Unterstützung der 3080 notwendig ist, denn ich grabe ja, dann würde ich sagen, werde ich unsere verwende, um umzuschauen. Und WASD zu bewegen, das geeilt, erstmal lahm. Muss man Level 8 erreichen? Hier ist die Teststation. Und hier haben wir ein Paket. Anklicken, um PC aufzunehmen. PC lädt Betriebssystem. Viren beseitigen. Aha, gucken wir uns doch mal die Mühle an. PC anschließen. Bei diesem Auftrag musst du einen Virenscan durchführen. Drücke 3 oder bestätige die Kabel, Schaltschwäche und schließe Monitor, Tastatur, Maus und Netzkabel auf der Rückseite des PCs an. Einen RAM-Slot, der Junge. Einen RAM-Slot. So, dann brauche ich jetzt hier Strom. Dann haben wir hier das. Ah ja. Und hier haben wir noch die Maus. USB-Stick anstecken. Jetzt musst du hinten am PC deinen USB-Stick anschließen, damit du den Virenscan installieren kannst. Drücke 1 oder bestätige die Installation. Schaltfläche, um in den Inventar zu wechseln und den USB-Stick auszuwählen. Ja. Okay. Cool story, Bro. Wie komme ich nochmal dabei? Installieren. USB-Stick. Rein da. Drücke jetzt die P-Taste oder betätige die Stromschaltfläche, um den PC einzuschalten. Okay. Gut, er bootet. Alter, Windows 2, Digga. Aha, Programm hinzufügen oder verwerfen. Oder entfernen.
Beleuchtung. Ja. Ist da nicht so viel. So, Viren beseitigen. Als ob der hier 3D-Mark installiert hat. Viren scannen. Gucken wir mal. Fortschrittsbalken. Ja. Der Computer muss neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden. Jetzt neu starten. Ja. Schau zu, du Hurensohn! So, again. Perfekt. Und fertig. Du hast alle Viren beseitigt und der PC kann an den Kunden zurückgegeben werden. Nimm den PC per Rechtsklick mit der Maus auf und stelle ihn im Lieferbereich ab. Okay! Ich bin auf so viele Ebenen verstört. Würde ich sagen, schließen wir alles ab. Fern. Das. Gut, dann können wir dem den Kunden zurückgeben. Stellt ihn hier ab einfach oder Bezahlung entgegennehmen. Großartig, jetzt musst du nur noch deinen Lohn anstreichen. Geh zu deiner E-Mail und betätige die Schaltfläche kassieren. Das Haus zeigt sich nicht von allein. Die Schaltfläche kassieren. Nee. Da. Kassieren. Ja, $85, ne? Auftrag abgeschlossen. Dein erster Auftrag hast du abgeschlossen. Gut gemacht. Komm morgen wieder und sieh nach, ob weitere Aufträge auf dich warten. Na, da bin ich mal gespannt. Alter. Ich will nämlich mal so eine Mühle selbst zusammenbauen. Feierabend. Mach kannst. Ich hab keinen Bock mehr auf Lesen. Weiter. Was haben wir hier? Hallo, ich wollte mich für die Reparatur meines PCs bedanken. Jetzt fährt er schneller hoch als seit Jahren. Okay, gut. Was haben wir hier? Hallo, meine Grafikkarte ist abgeraucht und ich brauche das gleiche Modell als Ersatz. Eine Nvidia GTX 970. Vielleicht eine dieser China-Exemplare? Kenne ich nicht. Ich kann den PC gleich morgen früh einliefern. Dann morgen. Gut, dann fangen wir doch mit dem Schnückchen an. Oh Gott, das ist ein Office-PC. Aber sowas von Office-PC. Welche B haben sie hier? Gut. Okay, dann muss ich jetzt die Grafikkarte entnehmen. Und mich hier an die Slots. Und jetzt muss ich hier die Grafikkarte rausnehmen. Perfetto Marico! Ah. Dann muss ich jetzt installieren. Brauche ich eine Grafikkarte. Das ist die kaputte und das ist die neue. Zack. Ah! Man muss noch richtig gucken können. So, dann PC-Teile, das einmal wieder dran machen. So. Und Kabel. Einmal da. Einmal Strom. Einmal USB. Und nochmal USB. War's das nicht schon? Ja, im Lieferbereich platzieren. Gut, dann läuft der. Dann schalten wir nochmal aus. Lächerlich! Gut, dann stellen wir den in den Lieferbereich. In Gewahrsam! Ich möchte zum Hauptmenü nochmal. Und geh mal auf freies Bauen. Ich möchte jetzt hier mal komplett einen PC vom Grund auf zusammen schustern.
Willkommen im freien Baumodus von PC Building Simulator. In diesem Modus kannst du PCs unter Rückgriff auf alle derzeit im Spiel vorhandenen Teile bauen. Alle Teile findest du in deinem Inventar, auf das du per Klick auf die Regale oder durch Drücken der Taste I zugreifst. Es wird empfohlen, zunächst den Karrieremodus zu spielen, damit du ein Gefühl für die Steuerung entwickelst. Oh, hab ich schon. Oh, look at this, it is fucking beautiful. Beste Leben, Digga. Fred Ripper. Yo! Geil, 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 geil. Wir haben einen Fred Ripper hier drin. Gehäuse. Auch nochmal nach Corsair. Corsair. Wenn die jetzt... Machen wir hier. Und Obsidian 1000D. Detailgetreu. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir es an und bauen wir mal... Und bauen einen schönen... Die kann ich hier aufmachen. Ups. Und bauen hier schön erstmal den PC zusammen. Nehmen wir uns doch erstmal den... Das Ding hier? Wo war das? Wo war der das Ding für das... Für den Fretter da. Und bauen den erstmal schön hier rein. Also die Abstandsschalter müssen natürlich rein. Eigentlich sind die bei den meisten Cases schon vorinstalliert. Da muss man die eigentlich nicht reinschrauben, aber bei den meisten heißt nicht alle. Mainboard festschrauben ist eigentlich auch eine der coolsten Aufgaben, also der befriedigendsten Aufgaben beim PC-Bau. Weil die so schön leicht reingehen. So. Dann Prozessor, ne, CPU, den Threadripper. Ziehen den Threadripper ein und machen zu. Nehmen wir uns mal den schönen G-Skill Trident Z hier unten, natürlich die maximale. Wobei ich glaube, ich werde sogar den hier nehmen, weil der schöner ist. Oh, der Royal. Ja, nehmen wir den, ne? Auf. Installieren. Ich muss bei jedem einzelnen hier G-Skill. Da. Perfekt. Yay! Wo ist denn das 1600 Watt Netz? Da war ich gerade da. Ist das 80 Gold eigentlich? Steht das dran? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, das sollte 80 Gold sein. So, festschrauben. Terabyte, 4 Terabyte, na 4 Terabyte müssen schon rein. In vierfache Ausführung würde ich sagen. installieren. Das ist auch praktisch, das Ding, weil wenn ich mal wieder einen PC zusammenbauen will, dann kann ich hier so gut es geht schon mal testen, wie also mit dem Spiel, in dem Spiel testen, ob das alles so passt und so, wenn es die Teile hier drin gibt. Easy clap. Gut, dann nehmen wir eine Founders. Installieren. Founders Edition der 3090. Wollen wir noch eine? Leute, was sagt ihr? Noch eine rein? Ja? Gut, dann haben wir noch eine rein, Alter. Ja, das lässt sich sehen.
Wuh, Bruder! Köstlich, schmöchtlich, saftig, knaftig! Dann nehmen wir noch einen Corsair-Kühler. So. Oh, so viele Schrauben. Hör da auf, mir Nachrichten zu schreiben. Ich baue hier gerade schön PC zusammen. Oder ML. Das sind die ja. Aufhören. Oh, let's go! Dann würde ich sagen, machen wir den mal zu hier. Ich meine, hier geht es ja einfach, den Aufzug zu machen und schließe mal die ganzen Kabel an. Gucken wir mal. Perfekt. So. Beleuchtung. Der Ramm ist auch nicht. Schauen wir mal für die Marke rein ausführen. Ich glaube, dass ich dümmer bin, als ich bin. Hier kommen die Erzählbar-Bürger.